Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von... Das Soundsystem wurde aktiviert. Zu einer neuen Folge von Train Simulator 21, der Danny spielt das. Wir fahren heute den ICE 377 von Mannheim nach Karlsruhe. Und ja, dies ist der zweite Teil aus dem Hause Fair System Sound Design. Und ja, nachdem wir ja gestern unseren ICE von Frankfurt nach Mannheim gebracht haben, werden wir nun weiterfahren. Von Mannheim bis nach Karlsruhe. Und ja, wenn ihr erstmal die Türen öffnen, natürlich. Ja. Wenn wir uns das Ganze mal von draußen betrachten. Und ja, ich habe mich heute dafür entschieden, diesmal den ICE-Ersatz Fuhrpark zu nehmen, wobei das ja kein Ersatzfuhrpark ist, sondern einfach ja, ein ICE Metropolitan Wagenpack. Hinten dran natürlich unsere 101. Meine persönliche Lieblingslok. Und wir haben noch eine kleine Besonderheit. Denn wir haben Zugzielanzeiger bzw. Bahnsteiganzeigen. Und da steht unser ICE drauf. Karlsruhe Hauptbahnhof bis Freiburg Hauptbahnhof. Bzw. Endstation wäre dann Basel Bahnhof. Ja. So, ich bin am Wochenende auch mit dem CE 615 gefahren. Auch mit Ziel München ABF. Allerdings bin ich da schon in Essen eingestiegen und in Köln wieder ausgestiegen. Also ich bin da nicht bis Mannheim gefahren. Aber ja, es war der gleiche Zug. Allerdings ein ICE 4. Aber ich denke, das ist kein Problem. Da habe ich noch ein ICE 1 Pack. Beziehungsweise ein ICE 1 reingeschoben. Den Bahnhof durch eine schöne Diesel-Lok, wie ich finde. 294, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir sehr gut. Und ja, dies ist wie gesagt der zweite Teil des Zweiteiler-Packs ICE 377 nach Basel-Bad Bahnhof. Und das Ganze kommt auch von Fair System Sound Design und ja, ihr habt es wahrscheinlich schon gehört an den Ansagen und ja, ich finde ein sehr gelungenes Szenario. Ich werde mal hier ein kleines Thumbnail machen, würde ich sagen. So, ich finde so ist das besser. Machen wir es mal so. Wunderschön. So, der ICE 615 auf Gleis 5 hat pünktlich Ausfahrt. Hier der 377, Nabend. Und der Fahrdienstleiter Mannheim hier, grüß dich.
Du, ich muss dir leider mitteilen, dass sich deine Fahrzeit nach Karlsruhe wohl verlängern wird. Und zwar ist auf der Schnellfahrstrecke ein Zug liegen geblieben und der Kollege ist bei der Störungssuche und kommt erstmal nicht weiter voran. Deshalb muss ich dich leider über Schwetzingen umleiten. In Ordnung, ich guck mal eben nach dem Ersatzfahrplan. Jo, den habe ich hier vorzuliegen. Zum Glück brauchen wir keine Fahrplanmitteilung. Ja, alles klar. Der pünktlichen Abfahrt steht soweit auch nicht im Wege. Danke dir und frohes Schaffen noch. Ciao. Danke gleichfalls. Ciao. Ja, und für meine aufmerksamen Abonnenten ist das wahrscheinlich jetzt ein Revue, weil ich diesen Teil schon mal in einem früheren Video auf meinem Kanal präsentiert habe. Meine Damen und Herren, eine wichtige Durchsage. Wegen der Streckensperrung auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Mannheim und Karlsruhe wird der gesamte Zugverkehr über die Nahverkehrsstrecke umgeleitet. Ich wiederhole, wegen einer Streckensperrung an der Hochgeschwindigkeitsstrecke wird der gesamte Zugverkehr über die Nahverkehrsstrecke nach Karlsruhe umgeleitet. Die voraussichtlichen Fahrzeiten verzögern sich damit um ca. 20 Minuten. Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Ja, das war die Durchsage. Also wie gesagt, kommt nochmal dazu, diesen Teil hatte ich schon mal in einem früheren Video präsentiert. Allerdings ist da die Fahrt ziemlich schnell beendet worden, wenn man das mal so sagen darf. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler meinerseits war. Ich gehe da jetzt einfach mal von aus. Und dass ich wahrscheinlich ein Signal überfahren habe. Und dass ich deswegen dass eine Weiche falsch gestellt war und dadurch die Fahrt halt ja, beendet war. Was ich mir durchaus vorstellen kann. Also ich werde heute an jedem roten Signal anhalten, was ich sehe. Und ja, hoffe, dass es heute flüssig läuft, ich wieder keinen spielbeendeten Fehler habe. So, wir haben noch 3 Minuten Aufenthalt. Dann dürfen wir unsere Reise antreten. Gleis 4 steht zur Abfahrt bereit. ICE 377 nach Bade. So, jetzt geht's endlich los. Das hört sich gut an, aber Herr Kollege, aber noch haben wir 2,5 Minuten. Unser Triebfahrzeugführer nennt sich übrigens Simon, für den einen oder anderen, der es vielleicht wissen mag. Ja. Das finde ich auch sehr schön, muss ich wirklich sagen. Gefällt mir sehr gut. Sieht schön aus. Da. Schöner Hochhaus, schön beleuchtet. Auch schön aus, muss man wirklich sagen. Also wie gesagt, ein sehr schönes, gelungenes Szenario von Fair System. Ja. So, jetzt haben wir noch 1 Minute.
Das heißt, wir werden uns mal ein wenig hier in unseren Führerstand begeben. Einziger Halt unseres Zuges ist heute Karlsruher Hauptbahnhof, den wir voraussichtlich gegen 22.17 Uhr erreichen werden. Ja, das sind gute... ja, 60 Kilometer. Aber ich denke, das werden wir schon schaffen. So, wir sind wieder leicht überzogen hier. Ah ja. Schließvorgang eingeleitet. So, dann steht eine Abfahrt ja nichts mehr im Wege. So, der Wagenpark wurde zusammengeschoben. So, auf geht's Richtung Karlsruhe. So, wir wollen erstmal schön geschmeidig auf 5, bei 50 bleiben. Solange wir hier noch im Bahnhofsbereich sind und im weichen Bereich. Hier noch schön abgestellte Züge, ICE, Regionalbahn, Regionalzüge, wunderschön. Da bin ich schon ein Stück zu schnell. So. Jetzt dürfen wir auf 80 hoch. Und ihr habt es wahrscheinlich gerade auch von
unserem Fahrdienstleiter mitbekommen, dass wir heute eine Umleitung fahren müssen. Nur Schwetzingen. Aber ja, ich denke, das ist kein Problem. Im Namen von DB Fernverkehr und des Dienstes Intercity Express 377 begrüßen wir noch die zugestiegenen Fahrgäste im Mannheim Hauptbahnhof auf der Fahrt nach Basel SBB mit Halt in Karlsruhe Hauptbahnhof, Freiburg im Breisgau Hauptbahnhof und Basel Badischer Bahnhof. Mein Name ist Andreas Schmitz, ich bin der Zugchef und stehe mit meinem Dienst für weitere Fragen und Wünsche gerne zur Verfügung. Ich möchte Sie noch auf unseren Service in diesem Zug hinweisen. In der Mitte des Zuges zwischen der ersten und zweiten Wagenklasse im Wagen 5 befindet sich das Bordbistro, wo Sie die Mitarbeiterin recht herzlich erwartet. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, sich kostenlos mit Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop mit dem WLAN in diesem Zug zu verbinden. Und hier noch ein Hinweis. Aufgrund einer Streckensperrung zwischen Mannheim und Karlsruhe Hauptbahnhof wird dieser Zug über die Nahverkehrsstrecke umgeleitet. Karlsruhe Hauptbahnhof werden wir somit mit 20 bis 25 Minuten Verspätung erreichen. Wir bitten dies zu entschuldigen. Nichtsdestotrotz wünsche ich Ihnen eine angenehme Reise. Unser nächster fahrplanmäßiger Halt ist Karlsruhe Hauptbahnhof. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome on board in ICE 377 to Basel SBB. To the temporary track located between Mannheim and Karlsruhe. What train will be arriving at the queues of Give me about 25 minutes later. We apologize. That's the nation. Let me show a pleasant journey. Ja, da wurde es den Fahrgästen nochmal explizit mitgeteilt, dass wir hier eine Umleitung über die Regionalstrecke bzw. über die Nahverkehrsstrecke nehmen müssen. Aufgrund von einer Streckensperrung zwischen Mannheim und Karlsruhe Hauptbahnhof. Und dass wir deswegen den Mannheimer Bahnhof, den Karlsruhe Hauptbahnhof mit einer Verspätung von ungefähr 20 Minuten erreichen werden. Ja, so ist das nun mal. Und, ja. So, die ersten 10 haben wir gleich schon mal hinter uns. 140er Ankündigung. Und da kommt noch schon die eben genannte Umleitung über Schwetzingen.
So, dann gleich auf. Gleich auf 120 können wir dann auch schon mal bremsen. Und ja, ich sage jetzt einfach, warum ich diesen Zug jetzt genommen habe hier, weil der ICE 4 leider eine Panne hatte in meiner Karlsruhe, eine technische Störung. Und ja, das ist jetzt sozusagen der ICE-Ersatzzug, der uns jetzt nach Karlsruhe bringt. Sehr geehrte Fahrgäste, ich möchte Sie auf unseren gastronomischen Service hinweisen. Im Wagen 5 im Bordbistro haben Sie die Möglichkeit, eine deftige ungarische Cola-Suppe mit einem Heißgetränk oder ein alkoholfreies Kaltgetränk Ihrer Wahl zum Preis von 8,78 Euro zu verzehren. Die Mitarbeiterin im Bordbistro freut sich auf Ihren Besuch. Ja, das klingt sehr lecker, muss ich sagen. Schöne leckere Gulaschsuppe. Und der Preis, finde ich, ist noch akzeptabel. Also, ich denke, dafür hat man dann doch schon ein ordentliches Mittagessen oder in dem Fall Abendessen. Wobei um die Zeit an der Gulaschsuppe vielleicht auch nicht unbedingt das Angebrachteste wäre oder ist, weil ja, könnte vielleicht doch etwas schwer im Magen liegen, wenn man dann noch schlafen möchte auf dem Weg nach Basel. Man weiß es ja nicht, was der eine oder andere so tut während der Fahrt. Ich weiß gar nicht, ob ich schlafen könnte. Ich wäre, glaube ich, viel zu aufgeregt und würde aus dem Fenster gucken, wahrscheinlich über andere Dinge machen. Aber na gut, aus dem Fenster sieht man jetzt nicht so viel bei der Dunkelheit. Aber ich hätte immer Angst, dass ich den Halt verschlafen würde, wo ich aussteigen muss. Von daher weiß ich nicht, ob ich wirklich schlafen könnte, muss ich wirklich sagen. Aber ja, das muss jeder für sich selbst wissen. So, und eine kleine Einwirkung. So, 80. vorangekündigt. Da wollen wir das natürlich einhalten. So, und jetzt höllisch auf die Signale aufpassen, dass ich nicht irgendwo rot überfahre.
So, das ist gleich Nummer 80. So, dann langsam aufschalten auf 100. So, dann wollen wir doch mal ein bisschen aufschalten. Allerdings nur bis 120 ist vorn gekündigt. Schauen, ob ich noch ein wenig mehr Licht machen kann. Sieht nicht gut aus. So. KI-Verkehr hier natürlich auch ordentlich vorhanden, muss man wirklich sagen. Ist man ja gewohnt von Fährsystem. Und ja, wer weiß, vielleicht kommt ja auch noch irgendwann ein dritter Teil raus, wo man dann praktisch von Freiburg nach Basel fährt. Denn die Reise dieses Zuges geht ja bis Basel, Bad Bahnhof. Und ja, was natürlich auch nice wäre, eine Streckenerweiterung von Karlsruhe bis nach Basel, beziehungsweise von Karlsruhe nach Freiburg. Und dann von Freiburg bis nach Basel. Dann praktisch vier Teile, das wäre natürlich nice. Wenn dann praktisch der dritte Teil wäre, von Karlsruhe nach Freiburg,
Und der vierte Teil dann der Schlussakt von Freiburg nach Basel. Das wäre, muss ich wirklich sagen, das wäre sehr schön. Ich weiß, was Fährsystem sich da noch, da noch in der Hinterhand hat. Ich weiß es nicht. Ich würde es freuen, muss ich wirklich sagen. Weil es ist ein sehr, sehr schönes Szenario. Es ist ein sehr schönes Szenario-Paket. Und ja, ich würde mich persönlich sehr freuen. Schalten wir mal ein bisschen auf, würde ich sagen. So, das ist gelb. Das sieht nicht gut aus. Das heißt, wir haben gelb-rotes Signal. Erstmal ein bisschen hart gebremst. Wir haben ja noch ein paar Kilometer. Beziehungsweise ein bisschen ausschalten noch. Und fahren schön geschmeidig an das Signal heran. So. So, jetzt haben wir grün. Das heißt, wir dürfen weiter. Dann werden wir das tun. Ja, manchmal reicht es, wenn man sich ranrollen lässt und gar nicht stehen bleibt. Dann geht es meistens schon von alleine. Aber so wie ich sehe, habe ich da vorne auch schon wieder gelb. Ja, da. Das heißt, ich brauche hier gar nicht großartig aufschalten. Gelbes Vorsignal hat immer ein rotes Hauptsignal zur Folge. Und ja, daran muss man sich einfach halten. Da kommt's. Da ist das rote Hauptsignal.
So, dann müssen wir uns mal langsam für die Bremsung bereit machen, würde ich sagen. Ah, ein paar Meter haben wir noch. So, dann werden wir mal kurz schauen. Hier der 377, Nabend. Nabend, und hier der FDL Gram Neuendorf. Nur zu deiner Info, ich habe eine Weichenstörung und muss den gesamten Verkehr aufs Gegengleis umleiten. Muss dich bitte etwas gedulden. Wünsche dir ansonsten eine ruhige Schicht. Tschüss. Danke dir und frohes Schaffen noch. Ciao. Ja, ihr habt's gehört. Eine kleine Weichenstörung. Deswegen rotes Signal. Ja, dann werden wir einfach mal warten, bis es hier weitergeht. Unser Fahrdienstleiter sagte ja, wir müssen uns ein wenig gedulden. Dann werden wir das natürlich tun. Bleibt uns nichts anderes übrig. Aber sowas gehört zum täglichen Bahnalltag. Auch sowas mit eingeplant und mit eingebaut in dieses, in so einem Szenario finde ich wunderschön. Auch eine ganz, ganz tolle Arbeit von Fair System. Also kann man nicht anders sagen. Also eine Weichenstörung, irgendwelche unvorhergesehenen Ereignisse, die sich auf ein Gleis abspielen oder am Zug abspielen oder, finde ich wunderbar. Also kann ich nur den Hut vorziehen vor so einer detailreichen, realistischen Arbeit. Wirklich sehr, sehr schön. So, es sollte aber eigentlich auch mal weitergehen, oder? Sehe ich das falsch? Da kommt ein Zug nach nirgendwo. Mal schauen, wo er hinfährt. So, ich glaube, wir dürfen fahren. Dann werden wir das tun.
So, von gelb auf grün, das sieht gut aus. Dann können wir ja aufschalten. Zweihundert ist angesagt. Oder auch nicht. Ja, was jetzt? So, und gleich wieder 80, dann wieder 200. So, werden wir wieder aufs richtige Gleis umgeleitet. Das ist sehr schön. So, jetzt aber. Dann lass die Kuh fliegen. So, jetzt sind wir auch wieder plan. Wunderschön, wunderschön. Aber so ist das im täglichen Bahndienst oder im Bahnalltag. Gesperrte Strecken, rote Signale, Weichenstörung und. Also es ist wirklich kein Ich-lebe-ich-zurück-Job. Also es ist ein sehr, sehr anspruchsvoller Job und ich habe da Respekt vor jedem einzelnen Triebfahrzeug gemacht, muss ich wirklich sagen. Sei es Güterzug, sei es Personendienst, also absolute Hochachtung, muss ich wirklich sagen.
Und absolute Hochachtung vor den Damen und Herren der Firma Erstens, die sich da wirklich, wirklich Mühe geben, ein solch ein detailreiches Szenario auf die Beine zu stellen. Das ist ja nicht das Einzige, es gibt ja da schon zahlreiche weitere Szenarien. Ja, kann ich nur jedem empfehlen, also sich dort mal umzusehen. Absolut wunderbar. Wunderbare Arbeit. So, 198, ich denke, das reicht. Wow, 12 Kilometer noch. Meine Güte, da ist man mal wenig entsprechend. Oh, da geht hier auch ordentlich Wegstrecke weg. Wahnsinn, Wahnsinn. Gelb, der Grün, Gott sei Dank. Ich wollte schon sagen. Aber da ist gelb. Das heißt, wir werden hier mal ordentlich in die Eisen gehen. Weil wir ein rotes Hauptsignal haben. Okay, jetzt ist grün, dann geht's weiter. Ja, auf sowas muss man gefasst sein. Alle Eventualitäten einplanen, einkalkulieren. Ein plötzlich auftretendes rotes Signal. Und schon wird man komplett eingebremst. Da ist schon wieder gelb. Ja, wir sind ja noch längst nicht fertig mit roten Signalen, das sehe ich schon. Jetzt ist grün, das ist gut. So, 200 werden wir nicht mehr erreichen. Weil da natürlich die Vorankündigung von 140 kommt. Und wir haben wieder gelb. Da hinten sieht man es auch. Thank you.
Jetzt ist grün. Dann auf die Post. Das mag wahrscheinlich alles noch mit der Weichenstörung zusammenhängen, dass hier einiges durcheinander gerät auf der Strecke. Aber damit muss man halt fertig werden als Triebfahrzeugführer. Genau so sieht's aus. In wenigen Minuten erreichen wir unseren nächsten Haltepunkt, Karlsruher Hauptbahnhof. So, wir werden jetzt hier mal ein bisschen runterschaukeln. Wir werden nämlich gleich auf 60 runterfahren.